Franz Pollack von der Gewerbeaufsicht Ludwigsburg ist auf dem Weg zur nächsten Baustelle. Den Bauunternehmer kennt er. Er hat vor 2 Jahren schon eine seiner Baustellen kontrolliert. Auch damals war Achtung Kontrolle mit dabei. Franz Pollack sieht auf den ersten Blick, dass hier ein Bußgeld fällig wird. Kein Gerüst und keine Absturzgeländer auf dem Dach in 3 Metern Höhe. Dieses Mal begrüßt der Juniorchef ihn. Pollack, Ihren Vater kennen wir ja schon. Hm? Ja. Wo ist der heute? Ich weiß nicht, der ist schon unterwegs. Aha. Ja, wie vor 2 Jahren auch, ne? Aber jetzt sieht es ein bisschen anders aus. Nee, der Gerüstbau ist schon bestellt, der kommt. Ja, ja. Der hätte heute eigentlich schon kommen sollen, aber die haben noch aufgefüllt. Ja, aber wie sind sie denn? Da dürfen sie ja nicht oben schaffen. Das ist natürlich eine ganz große Nachlässigkeit, ne, was der hier gemacht hat. Die haben alles Material, was sie brauchen, um die Baustelle sicher zu machen und gegen Absturz zu gefährden, sogar auf der Baustelle gehabt. Die haben das bloß halt nicht verwendet. Wenn sie schon diese Aufschieblinge haben, wo sie noch ein Geländer reinmachen können, das können sie doch gleich ganz am Anfang machen, bevor sie da oben überhaupt arbeitet. Ja, ich bohre von innen das Loch rein, ich kann von außen eine Leiter nehmen. Ja. Da sage ich mir gar nichts. Wenn der, also wir wollen eine Leiter eigentlich nicht als Arbeitsgerät zum Hoch, aber wenn der eine Schraube da festmacht vom Arbeitsraum aus, da sage ich mir gar nichts dagegen. Das ist eine rein organisatorische Sache. Und deswegen kassiere ich jetzt von mir Bußgeld über 5.000 Euro. Was soll ich sagen? Zahle, nichts sagen, zahle und lerne. Man kann nicht bloß immer auf gucken, dass die Baustelle läuft, dass die Baustelle hochkommt, dass die Baustelle weiterkommt, dass sie dann Geld verdient, ne? Sondern man muss auch die Sicherheit mitnehmen. Und dieses Augenmerk müssen die Leute einfach lernen. Das muss ihnen so wie das Geld verdienen, wie die Wirtschaftlichkeit, wie wirtschaftliches Handeln, muss denen auch die Sicherheit und das sichere Handeln ins Blut übergehen. Innen sieht es auch nicht besser aus. Beim Durchbruch für das Treppenhaus fehlt ein richtiges Geländer. Ich bin ein dicker Mensch. Und wo kann ich stehen? Der Schlanker kommt da 3-mal durch. Ich stehe direkt an der Absturzkante. Und warum ist hier kein Brett nicht durch? Müssen Sie was ranmachen? Und dann, Herr aber dicker. Nicht die Schalbretter. Ein 3 cm Brett. Eins, das auch ein Ausschlag, Ausfall. Guckt sie, ne? Lebt doch. Ja, ja. Ich werfe mir nicht dagegen, dann liege ich da unten. Auch das ein häufiger Mangel auf Baustellen, um Kosten zu sparen. Das dicke Brett kostet ein bisschen mehr Geld. Und meistens haben die Firmen Angst, wenn sie dicke Bretter bestellen, dass sie die Leute dann auch für Schalzwecke verwenden. Und dann sind sie weg. Wobei es dann da eine ganz einfache Regel gibt. Man kauft sich die Geländerbretter farbig, also lackiert, rot, gelb, irgendeine Farbe und bringt es den Leuten halt nach und nach bei. Rotes Brett darf nicht zersägt werden, gelbes Brett darf nicht zersägt werden. Dann können sie es weiter benutzen. Im Nebengebäude summieren sich die Mängel und immer das gleiche Thema, Absturzgefahr. Nicht abgedeckte Deckendurchbrüche, ein nicht sachgemäß abgesichertes Treppenhaus und eine offene Baugrube. Man weiß auch nie, wer am Wochenende herkommt und guckt sich die Häusler, die werden alle verkauft. Ja, Sie müssen immer so mitdenken, ist Ihr Bau so sicher, dass wenn jemand eindringen kann, dass der nachher auch wirklich nicht runterstürzt. Gell? Ja. Für die Bauunternehmen ist Arbeitsschutz ein Kosten- und Zeitaufwand. Doch sie sparen an der falschen Stelle. Die tun meistens nie die Brücke schlagen, dass Sicherheit auch sparsamer ist. Wenn die Baustelle läuft, wenn die Leute sicher sind, geht alles schneller, man verdient auch Geld damit. Es kostet nicht nur immer Geld. Geschweige denn, wenn sie einen Unfall haben, wenn sie einen Ausfall von einem Mann haben. Ist er 6 Wochen krank, zahlt die Firma nur das Krankengeld. Völlig unnötig. Kann ich schon alles in die Sicherheit stecken, dass kein Unfall passiert. Der Juniorchef weiß zwar, wo die Schwachstellen sind und zeigt sich einsichtig. Um ein Bußgeld kommt er bei den Mängeln dennoch nicht herum. Sie als Unternehmer, Sie sind ja letzten Endes immer der Verantwortliche. Und Sie sind jetzt ja nicht nur Unternehmer, Sie haben ja gleichzeitig für diese Baustelle auch die Polierfunktion. Ja. Also nehmen Sie sich das zu Herzen, gell? Mach ich. Und damit Ihnen das zum Herzen nehmen leichter fällt, unterstützen wir Sie, indem wir Ihnen ein Bußgeld auferlegen. Muss das unbedingt sein? Der Mann ist am Anfang von seiner Karriere. Und ich habe das jetzt dann vielleicht ein bisschen flapsig gesagt, ich helfe ihm dabei. Aber ich habe halt wirklich die Erfahrung gemacht, dass das viele in die Spur zurückholt. Ne?
Ich kann Ihnen allerhöchstens in der Höhe vom Bußgeld entgegenkommen, weil Sie einsichtig sind und das nicht machen möchten. Aber ja. Hier machen wir auf jeden Fall eins. Gell? Beim nächsten Mal hoffentlich besser. Gell? Danke schön. Also, ade. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Das Bußgeld reduzierte sich auf 1.250 Euro. Das Unternehmen handelte nicht vorsätzlich und arbeitete bisher immer zuverlässig. Bei der Nachkontrolle am nächsten Tag waren alle Absturzkanten gesichert.